Wir werden heute das neue Spiel Multiversus spielen. Multiversus ist ein kostenloses, spielbares Plattformkampfspiel, das legendäre Charakter einfach von verschiedenen Universen dabei hat, Leute. Wie zum Beispiel Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Bugs Bunny, Scooby-Doo und. Und das Coole dabei ist, es ist online. Man kann sogar Koop online Multiplayer spielen. Und das Beste daran ist auch noch, es ist Crossplay. Das heißt also, dass das Ganze auf Xbox One, Xbox One X und Xbox One S, PS4, PS5 und auf dem PC verfügbar sein wird und man gegen diese Leute spielen kann. Wir sind jetzt drinne in Multiversus, Freunde. Und gebt euch mal das Menü. Das ist richtig schön gestaltet. Ihr könnt natürlich in den Optionen auch alles einstellen, Tutorial spielen und. Aber wir gucken uns jetzt mal die Champs an, die wir hier haben. Wir haben zum Beispiel Shaggy von Scooby-Doo. Er ist zum Beispiel ein Schläger und ein Hybrid. Hier sehen wir auch seine Spezialfähigkeiten. Wonder Woman. Hier so ein Rennhund. Jake von Adventure Time sogar. Steven Universe. Und hier haben wir ihn, Superman, Leute. Er hier ist hier ein Tank. Aha, Garnet, auch von Steven Universe. Hier haben wir Batman, Leute. Der ist ein Schläger anscheinend. Der muss auch richtig gut sein. Mit einem anderen Skin, den man hier sogar freischalten kann. Harley Quinn, Bugs Bunny. Arya Stark von Game of Thrones einfach. Tom und Jerry. Finn von Adventure Time. Velma von Scooby-Doo. Und zu guter Letzt haben wir Tess von Looney Tunes, Freunde. Wir gehen jetzt mal direkt ins Gefecht und gucken mal, wie gut wir sein werden. Wir werden natürlich online gegen andere Spieler spielen. Okay, Freunde, wir machen jetzt erstmal das Tutorial, damit wir die Grundlagen verstehen. Ist eigentlich relativ easy. Nach links, oben, unten bewegen. Easy peasy lemon squeezy. Sprung mit A. So, zack. Und Haltensprung. Easy, Alter. Ich bin jetzt so mal gespannt, wie wir nachher abgehen werden. Ausweichen kann genutzt werden. Ah, okay, man kann sogar ausweichen. Das ist richtig nice hier. Und man kann auch ganz normal ausweichen. Okay, auch easy peasy. Oh, jetzt kommen endlich die Angriffe. Was muss man hier machen? Okay, mit X können wir hier einen Angriff starten. Normaler Bodenangriff. Junge, das fühlt sich so nice an, Leute. So richtig satisfying. Oh, das wird sich richtig bocken. Spezielle Fähigkeiten haben wir ja noch. Okay, Leute. Oh mein Gott, wir sind einfach Super Saiyajin. WTF. Alter. Bro, wir haben gerade einfach ein Sandwich rausgeholt. Nach oben. Oh mein Gott, das ist wild. Gegner vom Bildschirm zu werfen ist der Schlüssel zum Sieg, natürlich. So, Freunde, wir haben jetzt ein paar Sachen gelernt. Digga, das ist so krass. Wir verwandeln uns jetzt in Super Saiyajin und hauen jetzt unsere Attacken raus. Boom. Keine Chance. Keine Chance. Ich sag euch, wir werden online auseinandernehmen. Okay, Leute, wir haben jetzt das Tutorial ja abgeschlossen. Und jetzt bekommen wir hier so einen Übungskampf am Anfang. Zuerst mal verwandle ich mich gleich in einen Super Saiyajin. Weil das kann ich, glaube ich, am besten hier. So, zack. Super Saiyajin ist da. Jetzt hole ich erstmal mein Sandwich raus. Tomaten-Sandwich auf den Kopf werfen. Oh, der ist abgewehrt. Gut gemacht von ihr eigentlich. Boom. Wir sind bereit, Leute. Und wir haben sogar einen neuen Charakter freigeschaltet, wenn wir das Tutorial machen, und zwar Wonder Woman. Ihr könnt sogar noch fortgeschrittene Tutorials machen, aber wir werden jetzt erstmal online spielen. Oh, hier gibt es sogar einen Battle Pass, sehe ich gerade, Leute. Kampfspaß, guck mal, hier können wir verschiedene Dinge freischalten. Ein Profilbild zum Beispiel, Onkel Shagworthy, Gold und verschiedene Effekte. Ey, das ist richtig geil gemacht, Leute. Es gibt eine kostenlose Version und sogar eine Premium-Version von dem Kampfpass hier. Okay, wir gehen jetzt in den Kampf rein. Wenn wir jetzt online spielen wollen, gibt es 1 gegen 1, Teams, Koop versus KI und natürlich allgemeiner Wettbewerb, alle gegen alle. Wir werden jetzt aber erstmal Teams spielen. Okay, welchen Charakter sollen wir wählen, Leute? Ich würde sagen, wir nehmen Scooby-Doo. Ich glaube, mit dem waren wir krass. Ah, hier ist sogar der Skin von dem. Guck mal, richtig nice. Also man findet auch richtig schnell Matches. Raindoge, Jemagi und Hardcore Casual. Okay, Leute, der erste Fight beginnt jetzt. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube eigentlich, dass ich gut bin. Ich habe jetzt ein paar Dinge gelernt hier. 2 gegen 2. Das erste Team, das rausfliegt, verliert. Okay, ich bin Shaggy und ich würde sagen, let's go, Freunde. Wir werden auf jeden Fall unser Teammate nicht enttäuschen. Und das Coole daran ist auch, ihr seid auf jeden Fall auch gut erkennbar. Wir sind ja gelb und eigentlich kann man sich nicht vertun mit dem Charakter. Nice von mir. Tom und Jerry ist auch nicht schlecht. Let's go. Jetzt verwandle ich mich, Freunde, gleich. Bam, Verwandlung ist drin. Und jetzt wird er auf jeden Fall mal rausgehauen. Okay, die haben schon 43 Schaden. Wir haben die gleich, Freunde. Und jetzt mein Sandwich schmeißen. Boom. Oh mein Gott. Jetzt haben die mich aber auch gut erwischt. Komm schon. Oh, was ein Tritt von mir. Boom. Und der erste schon mal weg. Oh mein Gott, meine Kicks gehen ab.
Junge, wohin willst du? Wohin willst du? Wir gehen mal auf das Jump-Pad hier drauf. Ich lade mal jetzt meinen Schlag auf. Warte. Oh. 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 I'm unbreakable. Und ich hab noch mal einen rausgehauen. Blue Team. Blue Team ist hier an der Reihe. Baby. Oh, der hat mich auch fast geholt. Leute, ich sag euch so, das bockt sich so hart. Junge, mit Freunden will ich gar nicht wissen, wie sich das bockt, wenn man mit vier Freunden oder sogar zu zweit spielt. Super Saiyajin-Verwandlung, let's go. Boah, ich freue mich nachher, meinen anderen Charakter dann noch zu spielen. Oh, Kombi von mir. Und noch das Sandwich hinterher. Ja, der lässt nicht nach, ne? Oh, wir haben hier einen Stern jetzt eingesammelt. Okay, er hat mich einmal, Freunde. Ist aber egal, wir brauchen nur noch einen Punkt. Und wir sind ausgewichen, zum Glück. Okay. Erster Sieg ist schon mal drin, Leute. Wir spielen jetzt mal einen anderen Charakter. Diesmal 1 gegen 1. Sieger, ich hab's doch gewusst, Mann. Wir haben am meisten Schaden gemacht. 347 Schaden und 2 K.O.s. Nee, kein Rückspiel hier. Okay, Leute, wir müssen doch nochmal gegen die spielen, weil wir 2 Gewinnsätze brauchen. Und diesmal habe ich nämlich Finn von Adventure Time ausgewählt. Das wird jetzt lustig. Mal schauen, wie er drauf ist. Wir gucken mal, ob er besser ist als der andere. Ah, eine ganz andere Map diesmal. Okay. Alter. Digga, der Finn haut ja richtig rein mit seinem... mit seinem Ding hier. Das Schwert von Finn ist geisteskrank. Okay, mal gucken, seine Spezialfähigkeit. Ah, schade, da war Jerry, der mich ein bisschen hops genommen hat. Okay. So langsam habe ich das Game richtig raus. Oh, ich habe beide direkt umgehauen. Boom, jetzt läuft's. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Weg mit dir! Weg mit dir! Oh, der hat ein Dynamit! Komm mit Jerry! Der Tom und Jerry hat's auf mich abgesehen. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, mein Schwert ist schon wild. Jetzt gibt's als Eingemachte und wir haben die. Nice. Und direkt beide rausgehauen gleichzeitig. Oh, ich habe nur noch 141 Leben. Ich kann fast rausgekickt werden, Leute. Jetzt wird's spannend. Nein. Okay, jetzt wird's spannend. Komm schon, komm. Jawohl, wir haben den gut hops genommen. Und nochmal runter mit dir, Tom. Oder Jerry, oder wie du heißt. Digga, ich nehm die alleine einfach. Nein. Okay. Oh mein Gott, Leute. Jetzt muss ich carryen. Das rote Team hat Matchpoint. Jetzt wird's richtig spannend. Ich muss mein Team hier carryen. Nein. Das Game müssen wir gewinnen. Jawohl! Yes, baby! Ey, das bockt sich so hart. It's no joke. Let's go! Wir haben den Win heimgefahren, Leute. Und da sind die Sieger von der Runde 2. Also ich muss sagen, ich finde aber den von Scooby-Doo ein bisschen besser. Wir haben zwar ein bisschen mehr Schaden gemacht, aber trotzdem fand ich den anderen irgendwie besser diesmal. Okay, Leute, jetzt werden wir ein 1 gegen 1 Spiel. Und ich habe mir überlegt, ich wähle jetzt den Charakter von Looney Tunes. Und zwar den guten Tess, Freunde. Bin ich jetzt mal gespannt, wie gut wir uns hier schlagen werden im 1 gegen 1. Gegen Batman. Oh mein Gott. Okay. Wir können hier was ausrüsten. Schadensboost bekommen wir hier. Okay, gegen Batman. Der letzte Kampf, Freunde. Jetzt können wir zeigen, was wir alles gelernt haben. Savile gegen Shades. Der erste, der zweimal aus dem Ring fliegt, verliert, Freunde. Oh, gegen Batman habe ich nie gespielt. Da bin ich jetzt echt gespannt, Leute. Aber wir gucken mal. Boom, Digga. Und aufgegessen, mein Freund. Da weiß gar nicht, wohin. Der weiß gar nicht, wo er hin soll, Leute. Der hat keine Ahnung. Da weißt du nicht mal, wohin der gehen soll. Guck mal. Hier, Digga, du bekommst mein Tornado. Und aufgefressen. Junge, Leute, das ist ein krass geisteskranker Kampf. Ich sag's euch, wie es ist. Ey, dieser Tess, mit dem bin ich gerade krass. Bro, ich sag euch, Tess ist glaube ich, echt mein Ding. Aber bloß jetzt aufpassen. Digga, dieser Tornado ist so stark.
nein, jetzt hat er mich gut erwischt. Digga, ein bisschen Salz und Pfeffer mit dem machen. Digga, hat der einen Grappler, der Batman? Oh, aufpassen. Jetzt drauf! Jetzt haben wir es gleich, komm. Oh, das hat er auch nicht schlecht gemacht. Das ist ein krasser Kampf, Leute. Ich setze ein paar Tornados ein. Wir haben ihn gleich. Batman ist gleich down. Das müsste mal jemandem erzählen, Digga. Looney Tunes gewinnt gegen Batman, Digga. Er spielt auf Nummer sicher, der Typ, ne? Er spielt auf Nummer sicher. Aber wo Nummer... Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Das war ein kleiner Fehler von mir. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe trotzdem noch einen Vorteil. Weil er hat mehr Schadenspunkte. Das heißt, er fliegt wahrscheinlicher als ich raus. Komm schon, komm schon, komm schon. 100 Schadenspunkte. Bam, Digga. Er spielt jetzt... Leute, er spielt richtig safe. Hier, hau rein, Batman. Und nochmal. Boom. Victory. GG, Leute. Batman besiegt. Nice one. Ey, das Spiel, no joke, bockt sich mega, Leute. Runde 1. Savile hat hier gewonnen. Freunde, das ist Multiversus. Wenn ihr das Ganze selber mal testen wollt, findet eine Closed Alpha statt vom 19. Mai bis zum 27. Mai. Und dafür müsst ihr euch einfach nur registrieren. Glaubt mir, Leute, das macht ultra Spaß, egal ob alleine oder mit euren Freunden. Unten ist der Link in der Beschreibung zu Multiversus. Und ihr könnt einer der ersten sein, die dieses Spiel spielen auf der Welt. Vielen Dank an Multiversus hier, Freunde. Das war das Spiel. Checkt das Ganze ab. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao.